begrüße alle Teilnehmenden an ihren Rechnern unterwegs und in den Büros und unsere Referentinnen, mit denen wir gleich hier zusammenarbeiten und ihnen etwas vorstellen wollen. Es geht um Sprachbegleitung einfach machen, das interaktive Plakat. Wir haben ja, wie Sie wissen, in WBWeb ein sehr umfangreiches Dossier erstellt, Sprachbegleitung einfach machen, zu dem wir heute ein zusätzliches Tool anbieten, das so eine Art Wegweiser darstellt, eine Orientierung bietet in diesem Dschungel dieser 120 Content-Elemente. Dort werden Sie gleich erfahren, wie Sie dort durchgeleitet werden können. Mein Name ist Peter Brandt, ich bin hier seit 15 Jahren am DEE und seit einigen Jahren für Internetportale hier auch zuständig und ein bisschen der oder einer der, der Ideengeber hinter WBWeb. Eine andere, die das mitkonzipiert hat, ist Monika Fischer, die gleich auch noch zu Wort kommen wird und gerade einmal kurz gewunken hat. Wir im Team von WBWeb freuen uns ganz besonders über Sprachbegleitung einfach machen, weil das eine ja, ganz mustergültige Umsetzung eigentlich dessen ist, was wir uns für WBWeb insgesamt erhoffen, nämlich Materialien, die Lehrende in der Erwachsenen- und Weiterbildung einfach niedrigschwellig einsetzen können, wo ganz viel Erfahrung aus der Praxis da sind, die verdichtet worden sind und die einfach weiter benutzt werden können. Und es ist natürlich das Anliegen, Geflüchteten die deutsche Sprache beizubringen, etwas, was wir alle für selbstverständlich hochwichtig halten. Und Ihnen, liebe Ehrenamtliche, die diese Arbeit vor Ort übernehmen, sagen wir ein herzliches Willkommen und Hut ab vor Ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Das vielleicht mal als ganz kurze Vorrede von meiner Seite. Unsere Referentin heute kann ich Ihnen ganz kurz vorstellen. Monika Fischer wird die erste sein, die gleich etwas sagt. Sie arbeitet bei der Bertelsmann Stiftung als Projektmanagerin im Programm Lernen fürs Leben. Und in dieser Funktion hat sie auch mit uns im DEE das Projekt WBWeb nach vorne gebracht und sozusagen die Gründung dieses Portals auf den Weg gebracht. Und Frau Fischer kümmert sich auch noch immer, nachdem das Portal jetzt eigentlich seit 2016 ans DEE übergegangen ist, um das Anliegen dieses Portals und hat auch das Dossier Sprachbegleitung einfach machen angeschoben. Danke dafür, Monika, und danke, dass du heute dabei bist. Die ganz überwiegende koordinierende Arbeit an dem Dossier hatte Monika Güttel-Strahlhofer. Sie beschäftigt sich seit Jahren, kann man sagen, mit digitalen Bildungsthemen und hat eine eigene Multimedia-Agentur, die sie südlich von Wien leitet. Und sie organisiert, und daher kennen sie auch viele, die gemeinsam mit internationalen Kolleginnen, die jährlich die DAF-Web kommen. Und das war ja die erste Webkonferenz für Deutsch als Fremd- und Zweitsprachlehrende. Vielen Dank Ihnen, Frau Güttel-Strahlhofer, für Ihr Engagement für das Dossier und dass Sie uns heute erklären werden, was man damit eigentlich genau machen kann. Die dritte im Bunde ist Lotte Crisper-Ulliet. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Vielleicht sagen wir der Einfachheit halber auch Lotte Crisper. Da können wir vielleicht weniger falsch machen. Sie hat die Arbeiten an der abschließenden Themenlandkarte des Dossiers koordiniert. Sie ist ja, Expertin für Learning Design, arbeitet viel mit Communities of Practice, seit 2009 freiberuflich im Bildungsbereich, speziell im Weiterbildungsbereich tätig, auch mit Schwerpunkt Österreich. Ja, danke auch Ihnen, Frau Crisper, für die tolle Landkarte, die Sie uns heute erklären wollen. Und damit haben wir eigentlich auch schon so ein bisschen dargestellt, was uns im Webinar heute erwartet. Monika Fischer wird einen kleinen Input geben aus Sicht der Stiftung. Wie ist es zu dieser Initiative rund um dieses Dossier gekommen? Dann liegt ein längerer Teil bei Frau Güttel, die das Dossier Sprachbegleitung einfach machen vorstellen wird, circa 10 Minuten. Dann wird Lotte Knisper übernehmen und die Themenlandkarte erklären. Das dürfte so vielleicht der Hauptteil des Inputs sein, vielleicht etwa 20 Minuten haben wir da so ungefähr kalkuliert. Und dann anschließend kommen Sie natürlich alle zu Wort mit Ihren Fragen aus dem Chat, die wir dann versuchen aufzugreifen. Und dann haben wir insgesamt bis etwa 18 Uhr Zeit. Bevor die Damen jetzt konkret losgehen, wollte ich nochmal erinnern an die Fragen, die eingangs eingeblendet waren. Ich hoffe, dass ein Großteil von Ihnen diese Fragen beantwortet haben. Das hilft uns gewissermaßen einzuordnen, woher Sie kommen und Ihre Fragen sozusagen adäquat auch
behandeln. Und ich hatte auch kurz vor 5 Uhr schon mal gesagt, weiß nicht, ob es alle mitbekommen haben, das Webinar wird aufgezeichnet. Aha, hier sehen wir nochmal diese Fragen, wo Sie die Möglichkeit haben, sich einmal kurz da auch zu verorten. Wir nehmen das Webinar auf, stellen es auch nachher ins Internet. Wer dort nicht mit seinem Klarnamen sichtbar sein will, der möge sich noch einmal ausloggen und wieder einloggen unter einem Anonymous. Und dann kann es auch schon losgehen. Monika, dann würde ich dich bitten zu übernehmen. Ja, super. Danke, Peter. Ich hier, Monika Fischer aus der Bertelsmann Stiftung. Ich versuche mich ganz kurz zu halten und möchte ein paar Sätze sagen, nur zum Hintergrund, wie es zu diesem Dossier kam. Wir hatten 2015 in der Stiftung eine große Diskussion darüber, was wir so die einzelnen Programme machen können, aber auch einzelne Projektmanager, um, sagen wir mal, an dem Thema Geflüchtete zu arbeiten und Personen zu unterstützen, die in dem Bereich ehrenamtlich tätig sind. Und da gibt es eine ganze Menge von Aktivitäten, die Bertelsmann Stiftung gemacht hat. Die findet man auch auf unserer Homepage. Ich glaube, unter Themen gibt es so einen Spezialreiter Flüchtlinge. Das waren Studien, Hintergrundpapiere, aber auch Praxisprojekte mit Ehrenamtlichen. Und in dem Zug habe ich mich dann eben sozusagen bereit erklärt, so ein Mini-Projekt noch zusätzlich zu meinen Aufgaben zu übernehmen und einen Projektantrag gestellt für dieses Thema Sprachbegleitung einfach machen. Der Hintergrund war, dass ich aus meinem Kontext verschiedene Ehrenamtliche kannte, die mit Flüchtlingen arbeiteten, als sozusagen bei mir in meinem Heimatort in Bayern diese, das ist jetzt ein schlechter Begriff, aber ich nenne es mal so, tatsächlich Vize von Flüchtlingen angekommen ist. Und man nicht wusste, wie integriert man die jetzt, was macht man mit denen jetzt. Es gab noch nicht genug Deutschkurse, es gab noch nicht genug offizielle Angebote zur Integration, zur Befähigung, in den Arbeitsmarkt zu gehen, sodass ich sehr viele Ehrenamtliche einfach aus diesen Dörfern, die so um mich rundherum lagen, auf den Weg gemacht haben, und gesagt haben, ich setze mich jetzt mit diesen Personen zusammen und bringe denen schon mal so einen Grundstock an Deutsch bei. Und das hat sich bei vielen herausgestellt, ist nicht ganz so einfach, wie sich die das vorgestellt haben. Die waren dann mehr damit beschäftigt, Deutschbücher zu finden, als Unterricht zu geben. Es gab Geschichten darüber, dass eine Gemeinde über Monate hinweg sich darüber auseinandergesetzt hat, wie sie jetzt diese 1000 Euro, die sie ausgeben will, in Sprachbücher investiert, um sich dann am Ende für das Falsche zu entscheiden und so verschiedene Geschichten. Und vor diesem Hintergrund habe ich mir dann gedacht, setz dich doch mal jetzt, wo die Stiftung auch sagt, wir können hier ein paar kleine Projekte stemmen, mit diesen Ehrenamtlichen zusammen und frag mal die vor Ort, was brauchen die eigentlich? Und kurz gesagt haben die gesagt, wir bräuchten mal so einen Überblick, was machen andere schon, was kann man gut machen, was könnte man besser machen, wo gibt es das schon, was wir immer suchen. Es gab natürlich auch Facebook-Gruppen zu dem Thema, aber das wissen Sie wahrscheinlich selber als Ehrenamtliche. Wenn man da versucht, in so einer ellenlangen Facebook-Timeline was rauszufinden, was zum Bedarf von einem passt, das ist auch sehr, sehr mühsam. Der nächste Schritt war dann zu sagen, okay, es gibt hier einen Bedarf, die Ehrenamtlichen brauchen einen gewissen Überblick, ein bisschen Best-Practice-Beispiele, Unterstützung beim alltäglichen Arbeiten mit der Zielgruppe Geflüchteten. Und dann haben wir auf die Suche gemacht nach Partnern, die mir helfen können, sowas umzusetzen, weil ich weder Experte in Migration noch im Themenbereich Geflüchtete bin oder schon gar nicht im Bereich Sprachunterricht. Ich bin Erwachsenenpädagogin. Mit einem sehr allgemeinen Schwerpunkt auf eben Berufsbildung und Ausbildung, also auf Weiterbildung vor allem. Und bin dann auf die Frau Gürtel gestoßen, die öfter schon die DAF Webcon gemacht hat und habe mich mit der dann sozusagen in Wien mal subversiv getroffen und gesagt, wie schaut es dann aus? Ich habe da ein Problem, hätten Sie eine Idee? Und natürlich hatte die Angelika eine ganze Menge Ideen und das war ein sehr spannendes erstes Treffen und sozusagen der Startpunkt für dieses Projekt. Wir haben dann zusammen eine Art Projektantrag geschrieben, den hier in der Stiftung eingereicht, der ist bewilligt worden. Und dann sind wir, glaube ich, im November 2016 sowas losgelaufen mit der Produktion der ersten Inhalte und sind jetzt heute an dem Punkt, wo wir jetzt sind, sodass diese Sprachbegleitung einfach machen, bis sie abgeschlossen ist, was mich total freut. Vor allem auch, dass das sehr positive Nutzerfeedback, was zeigt, dass wir genau das getroffen haben, was gebraucht wurde. Sicher könnte man noch mehr machen, aber das Projekt, wie wir es gemacht haben, ist jetzt leider dann auch zu Ende. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn andere Projekte oder so da noch Sachen beitragen. Die Möglichkeit, Sachen auf ihrem Web zu veröffentlichen, steht jedem offen. Und wir würden uns freuen, wenn das Sprachbegleitung einfach mal noch als so ein Anstoßpunkt dient, WWWeb auch für Sie als Community besser zu nutzen. Wenn Sie ein gutes Projekt haben, dazu einen kurzen Artikel schreiben wollen, wenn Sie mal für einen Erfahrungsbericht interviewt werden wollen oder eine Buchrezension schreiben wollen über ein tolles Lehrbuch,
Dann gibt es jetzt hier einen Ort, wo sie das auch anderen online zur Verfügung stellen können. Und da würden wir uns sehr freuen und dann wird es auch in einer gewissen Weise weiterleben. Es ist natürlich jetzt sozusagen für die nächsten 5 bis 10 Jahre auf jeden Fall online und wahrscheinlich auch darüber hinaus. Und dann möchte ich mich einfach nochmal herzlich bedanken bei Angelika für die tolle Mitarbeit an dem Projekt, für die tollen Konzepte, die du auch entwickelt hast mit Ehrenamtlichen. Und ganz großer Dank auch an das DEE, die eben uns WWW für so ein Sonderprojekt auch zur Verfügung gestellt haben. Sonst hätten wir da keinen passenden Ort online gefunden. Und die Redaktion bei WWW, die auch ganz viel Arbeit in die Veröffentlichung der Inhalte gesteckt hat. Vor allem die Susanne Witt, aber auch Regina Kahle und die anderen im Team. Genau, und damit sozusagen zum Hintergrund, wie kam es zu diesem Projekt, wie haben wir uns gefunden und warum sind wir jetzt hier? Genau, und dann übergebe ich an Angelika. Ja, ich hoffe, es funktioniert auch und ich bin zu hören. Ja, gut. Herzlichen Dank, Monika. Aber ich muss den Dank natürlich an viele, viele andere weitergeben. So ein Projekt funktioniert nicht mit einem alleine oder mit einer alleine. Ich möchte ganz kurz auf die Ziele des Projektes kommen. Also eine der Hauptmitarbeiterinnen ist die Lotte Crisper-Alliert, die im Nachgang ja die Themenlandkarte vorstellen wird. Und sie war ein großer und auch wesentlicher Bestandteil dieses Projektes. Und es freut mich, dass sie heute dabei ist und einen Teil zumindest auch präsentieren kann. Ja. Im Sommer haben wir begonnen, um das Projekt zu kümmern und die ersten Gespräche zu führen. Und was war uns dabei ganz besonders wichtig? Uns war wichtig, in einer Zeit, wo die dynamische Entwicklung des DAF/DATS, also für jene, die nicht so im Bereich zu Hause sind, DAF heißt Deutsch als Fremdsprache, DATS Deutsch als Zweitsprache. Da war es mittlerweile nicht mehr so wie zu Beginn dieser großen Anzahl der Geflüchteten, die nach Österreich und Deutschland insbesondere auch gekommen sind, dass es kaum Materialien gab, sondern es hat fast jeder Materialien auch entwickelt, Organisationen, einzelne wissenschaftliche Institute, ehrenamtliche Verlage und es gibt mittlerweile eine Vielzahl an Materialien. Man könnte tagelang surfen und unser Ziel war es, ehrenamtlichen Sprachbegleiterinnen und Sprachbegleitern, die von Natur aus vielbeschäftigte Menschen sind, sie haben ja viele Aufgaben, die Materialien so gut wie möglich vorzuselektieren, sodass sie sich auf das, was sie machen möchten, nämlich die Begleitung von Geflüchteten auch konzentrieren können. Also einen Ort zur Verfügung zu stellen, wo ich hingehen kann und sagen, wenn ich ehrenamtliche Sprachbegleitung mache, dann finde ich dort die wichtigen Informationen, natürlich nicht 100%, sondern vielleicht nur 80 oder 90% und es werden immer wieder auch neue, wenn dazukommen, wenn die Monika sagt, 5 bis 10 Jahre in so einem dynamischen Bereich, wie der jetzt im Augenblick ist 5 bis 10 Jahre ein sehr langer Zeitraum. Aber einen Ort nehmen, nämlich www.sprachbegleitung einfach machen. Dort findet man gute, qualitätvolle Informationen und einen guten Überblick. Wir wollten Vernetzung fördern. Das haben wir durch verschiedene Aktivitäten gemacht. Einerseits haben wir eine Facebook-Gruppe gegründet, wo Ehrenamtliche auch miteinander sprechen und Kontakt haben können. Wir haben dann während des Projektes Einzelne auch miteinander verknüpft. Und wir wollten ein überregionales Angebot schaffen, das sowohl für Internetgeübte, aber auch für weniger Geübte zur Verfügung steht. Und eines
ein Grund auch, warum wir die Themenlandkarte, die die Lotte gleich vorstellen wird, auch als Druckversion zur Verfügung haben, um auch jenen, die sagen, naja, ins Internet will ich nicht, und da gibt es auch durchaus eine erkleckliche Anzahl an Sprachbegleiterinnen, die nicht so internetaffin ist, nennen wir es mal so, auch, dass wir auch die erreichen können. Was besonders toll ist, ist auch, dass alles oder der Großteil der Materialien auf WBWeb offene Bildungsmaterialien sind, also es die Möglichkeit gibt, das Material auch weiter zu nutzen, zu verbessern, in neuen Kontexten einzusetzen, und da haben wir schon unsere ersten Kontakte auch geknüpft, und wir freuen uns sehr, wenn das Material nicht nur auf WBWeb verbleibt, sondern in weiteren Projekten auch eingesetzt wird. Dann ein kurzer Überblick über das Projekt selbst. Der Kern sind 120 Artikel, die auf WBWeb in 6 Folgen zu finden sind unter dem Dossier Sprachbegleitung einfach machen. Also es sind verschiedenste Linklisten, Checklisten, da ist wirklich viel geballte Information dahinter. Etwa 60 Beiträge bestehen aus pädagogischem Grundwissen. Das war schon im Bestand von WBWeb. Da gab es schon einfach wundervolle Artikel. Die haben wir einfach noch weiter integriert, weil wir glauben, dass es auch gut und wichtig ist, dass Sprachbegleiterinnen und Sprachbegleiter auch pädagogisches Handwerkszeug haben. Und etwa 60 Artikel, die von rund 20 Experten, sowohl DAF-DATS-Lehrer und Lehrerinnen, aber auch Menschen aus ehrenamtlichen Institutionen erstellt wurden. In diesen 120 Artikeln sind viele multimediale Materialien enthalten. Über das Highlight, eines der Highlights, das Wortschatztraining, eine Mini-Videoserie mit Professor Funk, der den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Forschung zum Thema Wortschatztraining in kleinen 4- bis 6-minütigen Videos zusammengefasst hat. Dann haben alle diese Videos oder Videoserien wurden auch durch Webinare ergänzt. So stand Professor Funk für eine Fragestunde zur Verfügung während des Projektes. Dann hatten wir ein wunderschönes Webinar mit einer Erstveröffentlichung eines Films, der das Drachenfest in Graz dokumentiert hat. Bitte schauen Sie sich auch das an. Und dann gehe ich noch auf den letzten Punkt, der hier steht, Geflüchtete berichten. Das wird erst in den nächsten Wochen auch noch ergänzt werden, Beiträge geben von Geflüchteten, die über ihre Erfahrungen beim Deutschlernen berichten. Und dann haben Organisationen, mit denen wir über das gesamte Projekt zusammengearbeitet haben. Wir wollten eben nicht nur uns überlegen, was halten wir für wichtig und sinnvoll. Wir kennen uns im DAF-DATS-Bereich ganz gut aus, aber im ehrenamtlichen Bereich wollten wir mit erfahrenen Organisationen auch zusammenarbeiten und uns immer wieder auch ihre Erfahrungen einholen ins Projekt. Und da haben wir mit 4 Organisationen, und dann ist noch eine 5. dazugekommen, zusammengearbeitet. Es gibt auch Beiträge, kurze Videos, in denen sie zeigen, wie sie ehrenamtliche Sprachbegleitung umsetzen. Das ist das Bildungswerk der Erzdiözese in Köln, die Caritas Wien. DAMF, das steht für Deutsch, Asyl, Migration und Flucht in Dresden,
und die Schlau-Schule und Schlau-Werkstatt für Migrationspädagogik in München. Also wir haben aus unterschiedlichen Kontexten Organisationen gesucht, mit denen auch Videos gedreht, in denen sie sich vorstellen und auch immer wieder in Reality-Checks sie Fragen gestellt, wie macht ihr das, und uns dann das zusammenfassend in einem Artikel auch vorgestellt. Zusätzlich ist noch im Laufe des Projekts eine Mitarbeiterin der PH Vorarlberg dazu gestoßen, die sehr beeindruckende Beiträge geschrieben hat und auch bei der Erstellung der Landkarte, der Themenlandkarte, sehr intensiv beigetragen hat. Ein weiterer Teil des Dossiers ist ein Ausstellerüberblick, eine Online-Broschüre, in der 24 Anbieter von Deutschlernmaterialien zeigen, was sie im Angebot haben. Die sind nach unterschiedlichen Themen organisiert. Was bieten sie zum Thema Alphabetisierung, Fachsprache oder Weiterbildung für Ehrenamtliche oder DAFDAX-Trainer zusammengestellt in Kategorien. Das heißt, man kann ziemlich einfach sich einen schnellen Überblick über die großen Verlage, aber auch kleine, eher unbekannte ehrenamtlichen Organisationen machen und auch ihre Angebote. Ist auch einer der Artikel im Dossier. Und last but not least, zusammenfassend haben wir dieses wirklich große und umfangreiche Paket jetzt noch einmal in einer neuen Zusammenstellung in der Themenlandkarte dargestellt. Und darüber wird jetzt meine Kollegin Lotte Crisper-Alliert, die in den letzten Wochen viele, viele Stunden mit der Themenlandkarte verbracht hat, auch in Abstimmung mit den Kolleginnen, jetzt mehr darüber berichten. Bitte, Lotte. Okay, danke, Angelika. Heute ist wirklich der große Erntetag für uns. Wir haben ja seit Jänner Artikel um Artikel gesammelt und wollten das einfach darstellen, möglichst an die Oberfläche bringen, was hier für Schätze zusammengekommen sind. Hier muss ich an die erste Folie zurückgehen. Okay. Ich bin jetzt die nächsten 20 Minuten Ihr Tourguide durch die Landkarte, durch die Themenlandkarte, und das ist ein ziemlich dichtes Programm. Deswegen gehe ich gleich auf die nächste Seite. Und es gibt fünf verschiedene Aggregatzustände, so könnte man sagen, dieser Information und dieser Landkarte. Das erste ist wirklich das Gedruckte, also man kann wirklich etwas anfordern, man erhält es per Post und kann es aufhängen. Das ist ein schönes Plakat, und solange der Vorrat reicht, kann man das bekommen. Das heißt, jeder, der will, kann hier an diese Adresse info@bbweb.de sagen, ich bräuchte bitte ein oder zwei oder vielleicht aus diesem Grund noch ein paar mehr Plakate. Das ist sehr schön, dass das gedruckt werden konnte. Aber ganz wichtig ist der nächste Zustand dieser Karte, weil ganz viel wir natürlich mit Links gearbeitet haben, um einen Überblick überhaupt schaffen zu können. Ah, Moment, davor noch zum selber ausdrucken, falls mal der Vorrat der Plakate ausgegangen ist, man kann sie nicht mehr bestellen, kann man sie selber ausdrucken, sofern man einen Farbdrucker hat. Und das ist auch eine ganz wichtige Möglichkeit, die vorhanden ist. Diese kann man sich auch unter der Adresse, da haben wir eine Kurzadresse gewählt, Bitly Sprachbegleitung, kann man, das führt auch genau ins Bbweb-Dossier, und dort kann man dann auswählen, willst du sie jetzt selber ausdrucken oder eben als nächste Möglichkeit
herunterladen und anklicken. Das heißt eben, wir sagen, pink ist link, also alles, was hier auf der Karte rosarot gezeichnet ist, ist ein Link, der Sie zu etwas führt, sei es zu einem Erfahrungsbericht, zu einer anderen Webseite, zu dem Portal, also zu diesen ganzen Schätzen, die wir aufgestöbert haben während des Dossiers. Das sind auch ungefähr 120 Links drauf auf diesem Plakat und das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Möglichkeit zuzugreifen. Also man kann mit dem Papier alleine eigentlich nur bis zu einem Teil der Information kommen und dann muss man sich im Internet weiter bewegen. Es gibt aber auch eine ganz besondere Möglichkeit, das hat Angelika schon erwähnt, es ist ja eine offene Bildungsressource und es ist wirklich gedacht, dass jemand nicht nur das PDF nimmt, sondern auch die InDesign-Dateien, wenn jemand zum Beispiel eine sechste Seite hinzufügen will, um ganz spezielle, auf ganz spezielle Dinge hinzuweisen oder sie zu adaptieren oder zu aktualisieren. Die Monika hat gesprochen von, weiß nicht wie vielen Jahren, 9 Jahren, da wird sich einiges verändern. Also dieses Plakat und diese Landkarte kann weiterleben. Ein anderer kann sie ein bisschen weitertreiben und hat wirklich die Rechte auf die Grafiken und alle Dinge und kann eben auch diese InDesign-Datei bekommen. Es ist ein bisschen anders, also es wird nicht zum Herunterladen sein, sondern unter derselben Adresse anzufordern wie das gedruckte Plakat, also auf info@webweb.de. Und zu guter Letzt gibt es auch für jene, die jetzt einfach nur die Informationen haben wollen, als ganz einfache Textdatei, also als eine kommentierte Linkliste, gibt es das auch auf dem Portal von www.web.de. Einfach als Textdatei. Ich kann es Ihnen jetzt noch gar nicht zeigen, weil es auch jetzt erst freigeschalten wurde. Das heißt, das ist ja heute wirklich so eine Art Eröffnung, eine Premiere. Aber auch für jene, die jetzt gar nicht so bunte Bilder wollen, sondern einfach nur die Linkliste, die können sich das holen. So, jetzt haben wir genug über Format geredet und wollen uns das inhaltlich anschauen. Sie sehen, es ist ziemlich dicht und kompakt. Man könnte das auch ein bisschen wie einen Schummelzettel, wir haben frühere Projekte, wo wir Ähnliches gemacht haben, dann auch als Schummelzettel bezeichnet. Und damit wir es ein bisschen einfacher haben und nicht verloren sind, werde ich mit einer Art Taschenlampe das Plakat beleuchten, damit wir uns gemeinsam konzentrieren können. Der Sprachbegleitung einfach machen ist ein Titel, da wurden wir schon mehrfach darauf hingewiesen, auch von Leuten haben uns sogar geschrieben, also was ist daran einfach? Und daran ist natürlich nichts einfach und das wissen wir, eigentlich das, also die meisten Autoren, alle Autoren, die wir mitgewirkt haben, haben in irgendeiner Form mit ehrenamtlicher Sprachbegleitung zu tun und wir wissen, dass es nicht einfach ist. Die Idee ist es, einfach ein bisschen einfacher zu machen, indem wir das hier so zur Verfügung stellen und auch für uns selber einfach die guten Dinge jetzt hier übersichtlich zusammenbringen und auch jeden ermutigen, es einfach zu machen. Da gibt es eine Frage, kann das jeder? Kann das jede? Wir meinen im Grunde ja, es gibt so viele Formen der Sprachbegleitung, das reicht eben vom Küchentisch bis zum Kurs, ob man den leitet mit 30 Personen oder mehr, oder ob man eben in Pension ist oder erst im Studium, oder ob man einfach am Fortkommen von jemandem interessiert ist und hin und wieder ein bisschen Konversation macht. Also es gibt so viele Möglichkeiten der Sprachbegleitung. Deswegen würden wir sagen, ja, wir denken schon, dass das jeder kann und haben eben auch ein bisschen ausgearbeitet, was wir unter guter ehrenamtlicher Sprachbegleitung empfinden. Das wäre Begegnung, das sind gar nicht so Grammatikkenntnisse, sondern Begegnung auf Augenhöhe und Förderung von Eigenständigkeit und Partizipation, also auf solche Dinge kommt es drauf an. Ja? So. Dass das ein sehr digital, also ein hybrides Werkzeug ist, haben wir schon bemerkt und hier sind nochmal ganz deutlich alle Eintrittsmöglichkeiten, also entweder über diese Bitly-Kurz-URL kann man dazukommen,
Hier weisen wir nochmal darauf hin, dass es auf diesem Aushängeschild, dass das eben etwas ist, wo man entweder anklicken kann, die ganzen Links, oder ausdrucken und aufhängen. Und für ein bisschen modernere gibt es hier noch den QR-Code zum Einstieg, wo man dann ganz schnell drankommt an die Inhalte. So, wie die Angelika schon vorher erklärt hat, also das Dossier kam ursprünglich in 6 Folgen, und zwar eben so geordnet nach der Logik zuerst, okay, einsteigen in Sprachbegleitung, was ist da wichtig, wie macht man das? Dann aber eben auch dieses ganze Thema, dass wenn jemand ankommt, wie kann man es erreichen und ermöglichen, dass wirklich von Anfang an Deutschkenntnisse beigebracht werden, also dieses ganze Thema, wo ja die Ehrenamtlichen so wichtig sind. Dann gab es ein Spezialthema Beruf und Fachsprache, Alphabetisierung, dann Wortschatztraining und als letztes Thema einfach zu sagen, so und jetzt alle guten Materialien im Überblick verdichtet, wo finden sich die? Und daraus entstand ja dann auch schließlich diese Karte. Ein bisschen hat, das ist jetzt die Seite 2 des Plakats. Wir bewegen uns in so einer bisschen urbanen Landschaft. Also wir haben vorher eine Hauswand gesehen. Jetzt sehen wir ein Schaufenster, wo man reinschauen kann. Und ich glaube, eine ganz wirklich eine Besonderheit ist, dass man hier so viel Einblick in Praxis bekommt. Also die Schlau-Werkstatt in München oder die Schlau-Schule, die mit Lernpatenschaften so gute Erfolge erzielt, wo wirklich 1:1 Ehrenamtliche am Nachmittag eine Art Nachhilfe geben oder Nebenkursen her oder DAMF, das ist eine Initiative in Dresden, die uns, Moment, ich muss ein bisschen das hier fokussieren. DAMF sehen wir, das ist eine Initiative, die aus dem Lehramtsbereich, also so herausgegründet wurde, wo sehr viel angehende Lehrerinnen und Lehrer unterrichten und die sich sehr viel auch damit beschäftigen, wie kann man Leute, die aber auch nicht vom Fach sind, qualifizieren und denen verhelfen, weiterhelfen. Und sie sind auch sehr an Vernetzung interessiert. Da ist der Rico Ehren zu nennen. Bei der Schlauschule ist das die Anja Kittlitz, die hier auch mitgewirkt hat an der Themenlandkarte. Die Caritas aus Wien hat uns wieder darüber erzählt, wie wichtig ihnen ist die Stabilität von solchen kursleitenden Gruppen. Also die sind auch schon wirklich eine langjährig bestehende Organisation. Und wie erreicht man das, also sie sagen einfach, wenig Fluktuation ist gut, sowohl in den Gruppen als auch in den kursleitenden Gruppen. Und darauf konzentrieren wir sich sehr stark. Köln wiederum hat so einen Ansatz, wo die uns erklären, wie sie auch ältere Menschen, Rentner, die schon in Pension sind, dass man ihnen Mut macht. Sie haben auch das Video, das sie gemacht haben, genannt, nur Mut, sie schaffen das schon. Und sie haben auch Handreichungen entwickelt. Das ist auch kein Zufall, dass wir sie gefunden haben als Partner, Kooperationspartner für dieses Projekt, weil sie die Sprachankermaterialien entwickelt haben. Das ist jetzt auch ganz neu, also gibt es Handreichung, das heißt Starter-Set. Die Schlau-Schule wiederum, die hat, da sieht man darüber auch, einen blauen Ordner, den Schlau-Lernordner, der ist auch gerade während des Dossiers herausgekommen. Die haben auch gesagt, solange der Vorrat reicht, können die Leute das einfach bekommen und es waren nach 3 Tagen diese 5000 Ordner weg. So schnell konnten die gar nicht schauen. Also soweit auch zum Bedarf, der vorhanden ist. Ich möchte jetzt noch ein bisschen das Redaktionsteam doch nochmal von oben nach unten vorstellen. Den Rico Ehren habe ich vorgestellt von der Initiative in Dresden. Die Angelika kennen wir und Anja Kittlitz ist eben die auch ein bisschen diese Wissenschaftlichkeit hereingebracht hat. Das ist immer auch wichtig war, den letzten Stand der Forschung, dass das alles, was am Plakat steht und gute Praktikatipps sind, ist gut, aber es sollte auch übereinstimmen mit dem, was der letzte Wissensstand aus der Forschung ist. Sie schreibt auch ihre Dissertation und hat diese Qualität da hereingebracht. Ich war vor allem dafür zuständig, dass ich unterrichte auch ehrenamtlich, aber eben habe keinen DAF-DATS-Hintergrund.
Ich wollte auch alles verstehen können in einfacher Sprache, was hier auf dem Plakat zu lesen ist. Marlies Schädler hat ganz großartige Arbeit geleistet und hat, ich, Mathematikerin, die ganz spät berufen sich überlegt hat, sie geht jetzt in den ehrenamtlichen Sprachbegleitungsbereich und hat hier ganz großartig ein oder zwei Jahre ihre Erfahrungen hier eingebracht auf dieses Plakat. Und Svetlana Penova, die uns hier geholfen hat, auch gegenzulesen, die Lernox gegründet hat, das ist ein Archiv für solche Materialien, für ehrenamtliche Sprachbegleitung und die uns ein bisschen auch bei der Grafik geholfen hat. So, was ist noch? Ja, hier können Sie nochmal sehen, dass es uns sehr wichtig war, Einblick in die Praxis zu bekommen, durch Videos, durch Berichte, Erfahrungsberichte, Interviews und so weiter. Auf dieser Seite 2 gibt es dann noch etwas zu sehen. Das ist die Frage, na, was haben denn eigentlich die drei Großen unter Anführungszeichen entwickelt? Für uns Ehrenamtliche unter den drei Großen verstehen wir die Deutsche Welle, das Goethe-Institut und aus Österreich den österreichischen Integrationsfonds. Die haben ganz großartige Dinge, ist ja nicht neu, also es gibt schon länger, aber die haben nochmal ganz tolle Materialien dazu entwickelt, wo es vor allem auch ein bisschen darum geht, eine Art Gebrauchsanweisung zu erhalten. Wie lebt, also wie findet man eine Gebrauchsanweisung für Deutschland? Wie begrüßt man sich, wie geht man, wie ladet man ein, wie funktioniert das Leben eigentlich in Deutschland? Das wird den meisten von Ihnen bekannt sein. Das nächste ist noch eine auf dieser Seite 2, auch eine wichtige Sache, auf die wir hinweisen wollen. Die meisten von Ihnen werden das auch wissen, also A1, A2, B1, B2 und so weiter. Aber auch für Ehrenamtliche ist es einfach gut zu wissen, dass es da einen europäischen Referenzrahmen gibt und entlang den man auch begleiten kann. Und da gibt es einen sehr schönen Artikel, muss ich wissen, was Deutschkenntnisse auf Niveau A2 bedeutet. Ja, ein bisschen sollte man das wissen und da wird das ganz einfach erklärt. Das ist die Seite 2 und jetzt kommen wir zur Seite 3 von unserem Plakat. Da sehen wir mal links einen großen Wegweiser mit sehr vielen Pfeilen links und rechts. Da geht es einmal darum, eine Orientierung zu erhalten, wie soll ich überhaupt auswählen, soll ich ein Lehrwerk auswählen? Das war der Punkt, den Monika Fischer zu Beginn angesprochen hat. Da gibt es eine sehr hübsche Entscheidungsgrafik, wo man herausfinden kann, okay, können meine Lerner lesen und schreiben? Ja, nein, wenn ja und so weiter. Das ist so ein Entscheidungsbaum. Und es gibt auch eine Checkliste und eine ganz schön wunderbare, ein Online-Handbuch. Eine Online-Ressource, wo das sehr übersichtlich dargestellt ist, was man in welcher Situation brauchen kann. Auf diesen Pfeilen befinden sich aber auch 4 Verlage. Und zwar sind das auch solche, die ein ganz besonders engagiertes Programm auch für ehrenamtliche Sprachbegleitung oder die einfach frei zugängliche Materialien geschaffen haben. Oder auch solche, die zum Beispiel wirklich zum Selbstkostenpreis, also wirklich sehr, sehr günstigen Konditionen zu erhalten sind. Und da wollten wir Sie auch darauf hinweisen, auf diese großartigen Angebote, die da entstanden sind in den letzten Jahren. Und schlussendlich auch das Thema Berufssprache ist hier, über diesen Wegweiser finden Sie dorthin. Nun gibt es ein großes Highlight, das die Angelika schon erwähnt hat. Das ist hier rechts davon zu finden. Das sind die Mini-Vorlesungen von Professor Funk, der immer in so 3- bis 5-minütigen Kurzvorlesungen Themen aufgriff, die sehr, sehr wichtig sind. Und das ist auf dem YouTube-Kanal von WBWeb sind die zu finden und die sind sehr kurz und kurzweilig und sehr informativ und es ist ein wirkliches Highlight hier zu finden. Also man
kann sich wieder mal in eine Vorlesung setzen und danach wird der Sprachbegleitung sicher besser sein als vorher. Da sind wir uns sicher. So, was gibt es noch? Da sehen wir einen Mann mit einem Megafon, der schreit Mini-Methoden. Also wir wollten hier einfach unsere Top-Web-Ressourcen auch nochmal nennen. Also wenn wir nur eine kleine Handvoll von Ressourcen nennen dürften, dann würden wir diese vier nennen. Und zwar ist die oberste Ressource, die man im Web finden kann, ist ein Newsletter, Sprache ist Integration, von Katrin Gildner. Und die ist sehr berühmt für ihre Mini-Methoden, die da regelmäßig herauskommen, in denen sie eben ehrenamtliche Sprachbegleiter auffordert, einfach ein bisschen methodisch zu arbeiten, aber das ist alles sehr praxisorientiert und einfach zusammengefasst, braucht man keine großen Wälzer studieren. Als zweite wirklich tolle Lernressource ist eine Facebook-Gruppe, die heißt DAFDATS Materialsammlung und wurde von Steffen Schmidt ins Leben gerufen. Das möchte ich ganz kurz zeigen. Da gibt es einen Artikel im Dossier dazu, wo er erklärt, warum er das gegründet hat. Im Endresultat ist es so, wenn man eine Frage hat, hat man wahrscheinlich nach 2 bis 3 Minuten Antworten. Es sind 10.000 Mitglieder oder inzwischen wahrscheinlich schon 11 oder 12, die hier dranhängen an dieser Facebook-Gruppe und die sehr, sehr konstruktiv arbeitet. Und wenn man irgendein Problem hat, kann man dort ziemlich rasch Antworten finden. Aha, die Angelika schreibt mir, das sind jetzt schon mehr als 11.000, ganz genau. Ja. Also das ist eine unglaubliche Ressource, die einfach ein menschlicher Suchdienst oder ein menschlicher Hilfsdienst, so wie ein Helpdesk eigentlich ist. Das ist auch ein junger, also ein Student, der bald Lehrer werden wird und sich überlegt hat, was kann er tun und hat diese Facebook-Gruppe gegründet. Tolle Ressource. Lernox, ja, das ist auch sehr interessant. Lernox ist ein Archiv, das auch freie Bildungsressourcen zur Verfügung stellt. Und zwar, das ist ein sehr gewissenhaft, gibt es da die Redaktion. Das wird auch gemacht und geleitet von Svetlana Penova, die ich oben schon erwähnt habe, die auch hier Redaktionsmitglied war. Und zum Beispiel haben die jetzt auch eine Kooperation, sind sie eingegangen, die Facebook-Gruppe, also Stefan Schmidt mit Lernox, weil er erkannt hat, die Stärke der Facebook-Gruppe liegt in den schnellen Antworten und in der Lebendigkeit. Und in Lernox ist wiederum dieses tolle Archiv, wo man ganz genau abfragen kann, welche Altersgruppe, welches Thema, was will man lernen. Und dann erhält man sehr ausgewählte, feine Lernmaterialien. Zoom wird hier erwähnt, einfach als wirklich beständige Quelle mit freien Bildungsressourcen zum Thema, die auch dem geflüchteten Thema einen eigenen Bereich gewidmet haben und die wirklich sehr sorgsam und stets erweitert werden. Also die vier Quellen, wenn sonst gar nichts möglich ist, also diese vier Quellen sollten jedem wirklich einen großen Sprung weiterhelfen. Abschließend zu dieser Seite 3 sehen wir hier im Bild noch eine Dame mit einem Smartphone, wie Smartphones zum Lernhelfer werden. Das ist natürlich ein Riesenthema und ist auch eine große Ressource, die genutzt werden soll. Und da gibt es ganz tolle Ideen und Vorschläge, wie man Handys einsetzen kann, um Deutsch sich anzueignen und wie man dann auch solche, die ein bisschen mehr und selbstständiger lernen wollen, einfach denen was an die Hand geben kann, um sich selber ein bisschen rascher noch fortzubilden. So. Jetzt die Seite 4. Das ist eigentlich die größte Schatzkiste von unserem Plakat. Und die Überlegung war hier zu sagen, wenn es kein Internet gibt und keinen Strom, so sollte doch irgendetwas auf diesem Plakat stehen, womit man schon direkt etwas anfangen kann, ohne über den indirekten Weg des Internets.
Und deswegen haben sich hier vor allem die Malis Schädler und der Rico Ehren wirklich zusammengetan und gesagt, zum Thema Wortschatz, also die vier Themen Wortschatz, Grammatik, Phonetik und Alphabetisierung, also zu diesen vier Themen, was sind unsere Tipps und Tricks, die wir unmittelbar weitergeben wollen, also zum Beispiel eben wie man Arabisch mit arabischer Herkunft sprechenden Leuten E und I, wie man das erzeugen kann, I und Ü und E und Ö, dass das verbunden ist, also solche Dinge, aber auch als einfachen Tipp möglichst wenig mit Brückensprachen zu arbeiten, außer in sehr, sehr gezielt. Also da gibt es Tipps, die einfach direkt verständlich sind und wo man nicht über das Internet gehen muss, aber Sie sehen auch ganz viele rosa Hinterlegungen. Wenn Ihnen das nicht ganz klar ist, was das für ein Tipp ist, können Sie dem einfach nachgehen. Ich sehe, ich habe jetzt noch ungefähr 1,5 Minuten Zeit und möchte auf noch was ganz Wichtiges zu sprechen kommen. Das ist die letzte Seite, wo wir einerseits auch die Basiswerkzeuge von WWWeb nochmal darstellen, also die Basiswerkzeuge der Erwachsenenbildung, die jetzt gar nichts mit Geflüchteten zu tun haben, aber das auch einfach eine Schatzkiste ist, die einfach vorhanden ist, vor allem wenn man vor der Situation steht, Kurse leiten zu müssen, wie gehe ich mit Heterogenität um und so weiter. Das sind einfach Quellen, die schon da sind und frei verfügbar. Das ist rechts in dieser Werkzeugkiste zu finden. Links unten wollten wir noch ein bisschen auf das ganze kulturelle Thema eingehen, dass auch Künstler und also dass eben dieser erwähnte Film und Drachenfilm, dass man hier besonders auch weiterkommt sprachlich. Und wie schon angedeutet, und das ist jetzt der Schluss und das ist auch ein wichtiger Schluss, ist es sehr, sehr wichtig, dass man bei der Sprachbegleitung trotzdem seine Balance findet, dass man immer noch Freude hat an dem, was man tut, weil man natürlich ganz viel in dem Sprachbegleitung eigentlich auch ein Beziehungsangebot ist, dass man in Verbindung kommt mit anderen Themen wie Arztbesuchen oder Trauma oder besonders Behördengängen und all diesen Dingen und dass man hier sich auch Hilfe nehmen, also dass man erstens verweisen soll auf lokale Hilfsangebote, dass man auch Weiterbildungsangebote in Anspruch nimmt und dass man immer darauf achtet, dass man sein eigenes Zeitbudget, das man sich dafür vorgenommen hat, also dass man die eigenen Grenzen beachtet. Und dass man vor allem einfach in der Freude bleibt bei dieser Tätigkeit. Und das ist sicher auch ein Grund, warum wir guten Gewissens allen sagen können, einfach machen, Sprachbegleitung einfach machen, weil wir immer die Rückmeldung haben, dass das eine so erfüllende Tätigkeit ist, dass wir uns das einfach trauen zu sagen, also einfach machen. Und als letzte Folie habe ich hier noch, natürlich bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und ich möchte aber auch noch auf eine Vernetzungsmöglichkeit hinweisen, die aus unseren Kooperationspartnern gekommen ist, also aus Dresden gemeldet wurde von Rico Ehren. Im Sinne dieser Vernetzung und des Austauschs kann man am 23. September an einem Fachtag teilnehmen, der heißt Deutsch für Geflüchtete von Anfang an. Da kann man sich anmelden und austauschen und Rico Ehren selber sagt, dass auch sehr viele Kontakte, die jetzt aus diesem Projekt herausgekommen sind, dort schon fruchtbar gemacht werden. Also er hat selber auch profitiert von Vernetzung über dieses Projekt und ich mache hier wieder Schluss und habe meine 20 Minuten eingehalten und übergebe wieder an Peter Brandt. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank
für diese instruktive Einführung in die Themenlandkarte und auch Ihnen, Frau Güttel, in die Einführung in das Dossier. Vielleicht ist jetzt die Gelegenheit, dass die Chat-Teilnehmerinnen und Chat-Teilnehmer ihrerseits Fragen formulieren oder Kommentare abgeben im Chat selber und dass wir in der Zwischenzeit uns miteinander vielleicht noch ein bisschen unterhalten, bis da unten die ersten Fragen sozusagen eingehen. Vielleicht mal an die beiden Macherinnen von vom Dossier und der Themenlandkarte. Sie haben, glaube ich, schon mehrfach miteinander solche Themenlandkarten erstellt. War diesmal das schwierigste Mal oder gar das schönste oder beides zugleich? Angelika? Aha, die Angelika ist still. Okay. Also es ist jedes Mal ein bisschen wie, wie eine Geburt, eine schwere, besonders am Schluss, bis dann wirklich alles da ist. Und diesmal war, finde ich, die größte Herausforderung, jedes Mal ist es dieselbe Herausforderung, dass man zu viel auf das Plakat geben will, dass man dann streichen muss, dass man immer kürzer werden muss und dann es einem wehtut, das oder das eine nicht mehr reinzunehmen, weil auch man jemanden wertschätzen will, der das gebracht hat. Also das finde ich immer schwierig. Mhm. Aber die erste Herausforderung besteht darin, ein Team zu finden, das sich auf das einlässt. Weil es ist eigentlich auch eine freiwillige Arbeit. Also die Stunden, die da hier reingearbeitet wurden, die sind gar nicht zu bezahlen. Ja, weil das sind dann Leute, man muss Leute finden, denen das jetzt wirklich ein Anliegen ist und wichtig ist, was da jetzt steht. Mhm. Und dass man mal so ein Team findet, ist eine große Herausforderung und dass man das Vertrauen zueinander fasst und dann auch Kompromisse schließen kann. Und das ist bis zum Schluss spannend und eigentlich, es ist gut, dass es jetzt vorbei ist, weil es würden immer noch Verbesserungsvorschläge kommen und jeder möchte noch irgendwas verbessern. Aber jetzt ist es gut und steht rund da. Wir haben das Gefühl, es ist ein robustes Ergebnis. Ja, ich stelle mir es schwierig vor, aus der Fülle der Inhalte dann immer das auszuwählen, was dann auch in so ein Dossier oder noch schwieriger in so eine Themenlandkarte passt. Was sind für Sie immer die Kriterien, wenn Sie Inhalte auswählen, die Sie in eine solche, in ein solches Dossier oder in die Themenlandkarte aufnehmen? Also auf der einen Seite ist es jedenfalls einmal wichtig, dass manches Grundsätzliches, wie zum Beispiel dieser Sprachrahmen, der wichtig ist, dass man ihn weiß, oder wichtige Ressourcen, dass einfach einmal so ein paar erste Inhalte definiert sind, das in jedem Fall. Und dann ist viel eben auch Aushandlung mit denen, die mitarbeiten, jeder von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an der Themenlandkarte ist eine Expertin, ein Experte und da geht es auch manchmal hoch her und man hat unterschiedliche Meinungen und kommt dann zu einem Ergebnis. Insofern ist es auch ein Aushandlungsprozess und ganz zum Schluss ist es dann auch noch ein bisschen eine Glückssache, weil jetzt, was die Grafik betrifft, hier noch ein kurzer Hinweis noch zusätzlich interessant wäre oder da sich irgendetwas auch nicht mal ausgeht. Also ein kleiner Prozentsatz ist auch Zufall dann. Mhm. Was ich eben noch nicht so ganz verstanden habe, aber vielleicht ist es mir auch einfach entgangen, wie viel von diesen pinken Links gehen denn eigentlich auf WBWeb und wie viele gehen nach außen? Kann man das irgendwie quantifizieren oder gehen alle auf WBWeb? Ich würde sagen so 60-70%, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Okay, also da, wo Sie auf die Verlage jetzt beispielsweise verweisen, das würde wahrscheinlich dann unmittelbar auf deren Angebot gehen, aber an den anderen Stellen mehr oder weniger dann auf die jeweiligen Buchvorstellungen von WBWeb oder die jeweiligen Zusammenfassungen, die man dort findet. Ja, also beispielsweise bei der Facebook-Gruppe ist es zuerst auch ein Artikel, der im WBWeb darüber geschrieben wurde, damit man versteht, was es ist. Also nicht, wir tun ungern nur auf Links verlinken, sondern eigentlich der Kontext, warum wir das empfehlen, ist wichtig. Und ich glaube, das ist auch ein Kriterium für so eine Themenlandkarte, dass hier nur etwas raufkommen soll, was jemandem, der in der Praxis steht, irgendwie helfen kann. Also es geht nicht oft um richtig oder falsch, sondern ob es hilft in der Situation, in der Praxis.
Ja, das ist eh auch ein Grundprinzip von WWWeb. Also wir versuchen dort erfahrungsgesättigte Materialien bereitzustellen, also das, was sich an anderer Stelle bewährt hat, anderen wiederum nutzbar zu machen. Und wir ermöglichen das ja auch allen Nutzerinnen und Nutzern, das ebenfalls zu tun. Also wir ermutigen ja auch mitzuwirken und Inhalte bereitzustellen. Und nur so kann aus dem Projekt der Professionalitätsentwicklung was werden. Wir versuchen das zwar auch mit bestimmten wissenschaftlichen Grundlagen zu unterfüttern, immer mal wieder, aber das, was letzten Endes die Qualität ausmacht und was uns auch unterscheidet von Ratgeberliteratur, ist letzten Endes, dass hier die Nutzenden einfach mitwirken und ihre Erfahrungen mit hochladen. Und da ist dieses Dossier Sprachbegleitung einfach mal einfach ein super Beispiel dafür, wie das funktionieren kann. Sie haben ja auch darauf abgehoben, welche Unterstützung Sie von Partnern hatten, haben ja einige auch hervorgehoben. Ich kann mich dem auch nur nochmal anschließen aus DEE-Sicht, dass wir uns auch bedanken dafür, dass Sie diese, dass Sie sich alle dort eingebracht haben. Ich weiß nicht, gibt es noch von Seiten von Ihnen, Frau Crisper, oder von Ihnen, Frau Güttel, noch Danken, den Sie nochmal loswerden wollen im Blick auf die Partner, oder ist da schon alles gesagt, was Sie auch sagen wollten? Nein, also unser großes Dankeschön, weil diese wirklich diese Mitarbeit mit viel Herz von unseren Partnerinnen und Partnern, die ist durch nichts zu ersetzen. Ein großes Dankeschön. Ich habe noch zwei Aspekte. Das eine ist, auch dem Grafiker muss man wirklich danken, der mit wahnsinniger Geduld immer wieder noch und noch, also auch mit viel Herzblut hineingearbeitet hat. Dem Hermann Schindler möchte ich danken. Und ich finde wirklich auch großartig auf WebeWeb, dass es hier diese also freie Lizenzstrategie gibt. Ich finde das eigentlich toll, also dass es hier wirklich darum geht. Das ist zwar aufwendiger in der Erstellung, ja, diese freien Bildungsressourcen, weil man sich noch ganz anders um Copyrights kümmern muss, dass man alles freigestellt bekommt, aber da finde ich das großartig, dass Sie das so verfolgen als offene Bildungsressource. Also ist auch nicht selbstverständlich. Ja, also wir sind eine der Institutionen jetzt auch im Wissenschaftsbetrieb, die sehr schnell und sehr früh auf Open Access gesetzt hat. Und diese Open Access-Diskussion aus der Forschung ist ja dann irgendwann übergeschwappt auf die Bildungslandschaft und heißt da jetzt Open Educational Resources. Und da sind wir auch, denke ich, mit WWWeb wirklich vorneweg in der Bewegung. Und das ist ja auch eine Einladung zum Weitermachen. Das ist ja eine Einladung, auch kreativ mit den Materialien umzugehen und zu gucken, was kann jetzt jede einzelne von Ihnen, auch die Sie am Chat mit dabei waren oder sind und in der Praxis arbeiten, was können Sie damit tun? Das ist ja vielleicht auch nochmal so ein kleiner Ausblick, wie geht es denn jetzt weiter, was erwartet uns denn noch von Ihnen jetzt? Ist, glaube ich, noch nicht das letzte Wort oder der letzte Satz geschrieben im Blick auf das Dossier Sprachbegleitung einfach machen. Da kommen, glaube ich, noch ein paar wenige Materialien, vielleicht können Sie da noch abschließend einen ganz kleinen Ausblick geben. Ja, was noch kommen wird, sind zwei Ergänzungen aus der Mini-Videoserie von Professor Funk. Mhm. Er wird noch zwei Beiträge, die sich mit dem Thema Wortschatztraining und Grammatik beschäftigen. In den nächsten 2 oder 3 Wochen werden wir hier veröffentlichen. Und wie gesagt, es kommen noch die Videos mit den Erfahrungsberichten zum Deutschlernen von den Geflüchteten. Okay. Das sind unsere letzten Punkte, die wir im Dossier noch ergänzen werden. Ich habe in der Zwischenzeit einfach auch, Sie können hier auch direkt herunterladen, gleich die Themenlandkarte und sowohl im Druck als auch die interaktive Variante. Das wollten wir den Teilnehmerinnen und Teilnehmern dieses Webinars auch gleich direkt zur Verfügung stellen. Ja, super. Dann freue ich mich auf rege Nutzung. Danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre Mitwirkung, den 3 Referentinnen, Ihnen draußen an den Rechnern fürs Zuschauen, fürs Mithören und Mitmachen.
Und ich habe mich sehr gefreut über den Slogan Sprachbegleitung einfach machen, auch mit der unterschiedlichen Betonung auf einfach machen und einfach machen. Das knüpft ein bisschen an das Motto von WB Web, einfach gute Weiterbildung. Da ist auch dieses Wort einfach drin. Natürlich ist es nicht einfach, das wissen wir, aber WB Web macht es ein bisschen einfacher und es kommt einfach auch darauf an, es einfach zu machen. Und dazu haben Sie einen ganz wichtigen Beitrag geleistet. Unsere Nutzerzahlen sind unglaublich nach oben geschnellt, seitdem wir Ihr Dossier bei uns haben. Also auch für uns eine tolle Schatztruhe, diese Kooperation mit Ihnen. Und ich glaube, das ist natürlich nicht entscheidend, sondern wichtig ist, dass die Welt was davon hat. Und die Geflüchteten haben es besonders nötig. Insofern Ihnen allen ganz, ganz herzlichen Dank und einen schönen Tag noch und auf bald. Tschüss.